Hallo Freunde, wie sagte Marc, bei dem ich heute zu Gast bin, kein Video ohne Katze. Kein YouTube-Video ohne Katze. Na? Und nicht nur Ernie hat eine? Ja, kannst mal reinschauen. Da. Na, so siehst du aus. Guck. Ja, warum habe ich mich bei Marc eingeladen? Also ist hier so einer meiner Kumpels, die sich am besten mit Black Metal auskennen und die auch immer da auf dem neuesten Stand sind. Und Marc will mal 10, ne? 20 CDs gesagt, 10 CDs uns vorstellen, die dieses Jahr so rausgekommen sind. Ja. Was hast du da so? Nicht unbedingt rausgekommen, aber die ich dieses, also Bands, die ich dieses Jahr für mich gefunden habe. Aha. Aber die meisten CDs sind auch von diesem Jahr. Na dann, da bin ich ja mal gespannt. Ja, und zwar fangen wir mit dem ersten an. Das ist die hier. So. Genau. Impalement. Aus der Schweiz. Weißt du, welcher Nummer? Sag mir was, ja? Also, der ist ein Solo-Projekt. Marc Belfigur anscheinend auch sehr gerne. Aha. Weil aha. Es klingt 1:1 aber. Das könntest du so zwischen Belfigur-Lieder packen, es würde keinem auffallen. Auch vom Gesang her. Und offensichtlich versteht er sich mit dem Sänger von Belfigur auch sehr gut, weil auf einem von den Liedern singt auch der Helmut. Sehr gut, ja. Sehr interessant. Insgesamt. Ja, eine richtig stabile Knüppel-Death-Black-Metal-Scheibe. Auf jeden Fall zu empfehlen. Dieses Jahr gefunden, dieses Jahr rausgekommen. Erstes Album und gleich zum Knaller. Aha, aha. Und über Bandcamp oder? Wo die hab ich geholt? Es könnte Bandcamp gewesen sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, es war Bandcamp. Aha. Also Leute, Bandcamp auch mal merken, ne? Da findet man auch mal geile Sachen. Vor allem kann man vorher reinhören. Ja, das mache ich meistens über YouTube. Gefunden habe ich es auf Black Metal Promotion. Mhm. Ist ja okay. Das muss mit in die Sammlung. Mhm. Richtig gut, richtig stabil. Gut, sagen wir mal den Namen. Impalement. Album heißt auch so, also The Impalement. Mhm. Und wie gesagt, Debütalbum und gleich richtiger Knaller. Super. Nummer 1. Nummer 1, genau. So. Nummer 2. Afske. Dänemark. Okay, sieht aus, tot am Strand. Ja, sieht aus wie DSBM, ist DSBM. Ah. Aber sehr atmosphärisch, muss man gleichzeitig sagen. Also das ist so an der Grenze zwischen Atmospheric und DSBM. Richtig schön atmosphärisch halt, wie gesagt. Der Gesang ist natürlich klassischer DSBM, Kreischgesang. Aber hat irgendwie was ganz Spezielles dadurch, dass es so schön miteinander gemischt ist. Mhm. Gibt's ein bisschen länger schon, ist jetzt das zweite Album, dieses Jahr auch rausgekommen. Aha. Und wenn man mal reinguckt. So, das ist ganz viel so, dänischer Folklore mit eingebaut. Auch genau, Instrumente eingebaut, so folklore-technisch. Das nicht, aber die Thematik ist halt dänische Historie, dänische Schriftsteller und so weiter. Ich meine, das Hans Christian Anders ist auch irgendwo dazwischen. Könnte aber auch das andere. Da ist er doch. Dementsprechend ist auch die Thematik, aber. Sehr schön. Das ganze Video auf DSBM. Sehr interessant. Ja. Aha, wie bist du auf die gekommen? Genau, YouTube. Genau, YouTube. Habe ich gefunden. Und auch über Bandcamp sicherlich. Das war auch Bandcamp, ja. Genau. Also da hatte ich, die habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Seite. Die habe ich dieses Jahr erst auch für mich entdeckt und festgestellt, Mensch, da findest du ja richtig viele Sachen, die du sonst kurz suchst. Also wenn du da auf Bandcamp viel unterwegs bist, juckt es ja nicht auch mal Kassette zu kaufen? Ich habe nichts im Kassett abspielen. Kann man sie ja kaufen. Ich weiß, es ist untrue, ja. Nö, ich frage nur, weil aber die Qualität ist natürlich CD bedeutend besser. Ne? Ja. Aber klar, Kassette gibt es bei manchen Bands auch. Mhm. Nicht unbedingt bei allen, aber viel schlimmer ist es, wenn es keine CDs gibt, sondern das Ganze nur als Download. Da bin ich kein Freund von. Ich will das haben, was ich in der Hand habe. Ja. Das ist leider bei vielen Cosmic Black Metal Bands der Fall. Die machen es halt nur zum Runterladen. Mhm. Und ja, man muss entweder lange warten oder es kommt gar nicht, was sehr, sehr schade ist. Mhm. Naja, weiter geht's. Das war Nummer 2. Nummer 3 folgt. Richtig. Irrlauf. Das ist jetzt das erste Album, das ich vorstellen möchte, das nicht von diesem Jahr ist, das ist von 2017. Aber auch die habe ich gefunden über Black Metal Promotion, weil die hatten dieses Jahr ein neues Album. Mhm.
das ich mir auch gleich zugelegt habe, plus gleich alles, was die davor rausgebracht haben. Mhm. Die gibt es auch schon ein bisschen länger. Aha. Sind bei aus Österreich. Österreich, ja. Und die Hälfte von den Alben, von denen ist auch auf Deutsch. Mhm. Und die eine Hälfte ist auf Englisch. Das hier jetzt, ist jetzt auf Englisch. Denial of Creation. Mhm. Richtig schönes Knüppel. Netter Jesus drauf, ne? Ja, da haben die viele von. Mhm. Dass der irgendwo so ein bisschen immer... Vielleicht mal hier für eine unschöne Pose dargestellt wird. Genau. Manchmal das Kreuz hinter sich herziehen oder manchmal auch nur den Hammer hinter sich herziehen, mit dem er sich ransegeln muss. Und jetzt hier das Atomkraftwerk hinter sich lassen. Ne? Geht ein bisschen in Richtung Death Black Metal, also zumindest vom Gesang. Mhm. Ist aber sehr gemischt. Also die deutschen Stücke, die haben mich sehr, sehr hart an Eisregen erinnert. Aha. Also zumindest vom, nicht von der Thematik her unbedingt, aber vom Gesang her. Mhm. So, und das ist jetzt wieder mehr so Richtung tatsächlich so ein bisschen schwedischer Black Metal, zumindest vom Gesang her und vom Ton. Mhm. Aber du kannst sagst, Diskografie kann man durchweg empfehlen. Ja, die ist richtig gut. Und das ist so sehr unterschiedlich mitunter. Wie gesagt, das eine geht mit dem deutschen Stück ist mehr so Richtung Eisregen, das ist mehr so ein bisschen schwedisch. Mhm. Aber im Großen und Ganzen alles sehr stabil. Und das hier hat mir von denen am besten gefallen. Mhm. 3 Jahre alt, dieses Jahr besorgt. Cool. Kaufempfehlung ist auf jeden Fall da. Super. Kommen wir zur Nummer. Warte, jetzt am besten Nummer 4. So. Genau. Und zwar sind das die hier: Bytos aus Finnland. Und ich meine, dein Kollege hat schon mal diese Scheibe in der Hand gehabt, die gezeigt, aber aus gutem Grund. Die ist nämlich richtig gut. Die ist richtig geil. Auch erstes Album dieses Jahr rausgekommen. So sehen die Herren aus. Wenn man es schon raten kann, wenn man das Bild sieht. So ein bisschen Richtung orthodoxer Black Metal, aber auch melodisch, diese, ich sag mal so eine Mischung aus Saargeist und Dissection, könnte man sagen. Cool. So ein bisschen in die Richtung Vateien, Saargeist, Dissection, da ist so eben schon drin. Sieht man auch immer ganz gerne bei, wenn du CDs hast, die so aussehen, pechschwarz und mit ganz vielen altertümlichen Schriftzeichen und sowas belegt. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass das so in die orthodoxe Richtung geht. Also kein Party-Headbang-Black-Metal, sondern mehr so ein... Ja, so da schwarze... Genau, schwarze Messe mäßig. Ja, exakt. Genau, sowas erscheint dann auf dem Boden, wenn er da an ist. Genau. Aber auch sehr, sehr gute Scheibe. Aber ohne Kinder. Nur mit Pendergramm, Leute. Ja. Bomb of Zero, heißt das Album? Aha. Und wie gesagt, ganz neu, erstes Album, dieses Jahr rausgekommen. Hab ich mal gehört, dass die Finnen da so speziell werden, auch vom Sound her und so. Ist ja, das, kannst du das sagen? Ist, ich habe mal eine schöne Beschreibung gehört, als melodisch und gleichzeitig roh. Und das stimmt tatsächlich auch. Also irgendwie, die Produktion ist immer extra simpel gehalten und gleichzeitig schaffen sie es aber irgendwie, eine ganz eigene Art für Melodie drin zu haben im finnischen Black Metal, der wirklich da landesspezifisch ist. Und die hört man hier auch tatsächlich auch wieder raus. Tja, also Kaufempfehlung Nummer 4. Bytos, The Womb of Zero. Jetzt sind wir schon bei der Nummer 5. Okay. Können wir durch den Blubber bleiben, auch in Finnland. Das sieht ja auch geil aus. Gods of Doom. Neuestes CD-Werk. Dieses Jahr rausgekommen, die gibt es auch schon länger. Ganz typischer finnischer Black Metal. So wie wir es gerade gesagt haben, Ruhe. Dieser finnisch-typische, extrem hohe Kreischgesang. Mhm. Auch sehr simpel gehalten, aber irgendwie gleichzeitig wieder melodisch und mit so einer ganz eigenen Atmosphäre. Mhm. Hier allerdings ein bisschen ruppiger als bei Bytos gerade. Also, mach mal auf. Mal gucken, wie es drin aussieht. Hat schon wieder so die typische und ach guck mal hier von Telema von Aleister Crowley oben auch das Zeichen, ne? Muss. Mhm. So, kannst du schon zeigen. Simpel gehalten, natürlich ist es finnischer Black Metal meistens auch auf dementsprechend finnischen Text. Oder mit finnischen Text. Was keiner hier so versteht. Ja, muss und ja. Ordentlich angezogen sind die Herren auch. So wie du auch auf Konzerten rumrennst. Ja, nur ums Kopfband, das ist mir jetzt so. Aber ja, was heißt für Konzerte? Brenn ich immer rum. Verstehe ich wirklich. Kann ich nur bestätigen. Also, legt euch nicht mit ihm im Pit an, der ist immer mit Metallwaren. Ja, das stimmt.
Da kann, so, mit denen hat. Mit Marc haben wir sogar schon mal ein Pentagramm. Haben wir sogar schon mal. Ja, oh ja, das ist aber schon länger her. Ja, genau. Kannst du Pentagramm tanzen? Darfst du das nächste Lied wünschen? Ja. Was denn? Gerne. Das ist die Übung. Genau. So, Nummer 5. Genau. Und wir bleiben in Finnland. Nochmal. Front. Und Front ist. Oh, das sieht ja schon so martialisch aus. Ja. Iron Overkill. Aber kann man ohne Bedenken hören oder muss man sich da hier von der Antifa nachnehmen? Je nachdem, wie die gerade drauf sind. Aber eigentlich ist das ein Nebenprojekt von den Sängern von. Oder nicht nur Sänger, sondern insgesamt von Sacrilegious in Parliament. Mhm. Von der Tonart her Death Black Metal mit einem ganz harten Thrash Metal Einschlag noch. Mhm. Also da ist wirklich alles mal so quer durch reingehauen. Thematik. Ach, welche könnte es wohl sein? Ja, viel mit Krieg und so weiter. Ja, ich würde sagen, es handelt sich um aber Erste, Zweite Weltkriegsthematik. Mhm. Ja, auch. Ja, also quer durch die Wand, alles, was irgendwie mit Kriegsthematik und so weiter. Mhm. Ja, obwohl dann die Finn ja in ihrem Winterkrieg zum Beispiel, ne? Das war ja. Gibt es eigentlich was so, was direkt den Winterkrieg behandelt? Da gibt es mit Sicherheit eins. Weil da waren sie ja recht erfolgreich, ne? Also, ja, da waren sie sehr erfolgreich. Ja, ja. Also da hat sich ja. Mhm. Haben sich ja einige vertan. Ne? Ja. So sehen die ja noch aus. Okay, bringt euch jetzt nicht unbedingt weiter, aber schön. Typisch finnisch, ne? Schwarz-Weiß mit ganz viel Kontrast drin. Aber es gibt auch, ich sag jetzt mal, ordentlichere Bilder von den Herren zu sehen. Zum Beispiel in Encyclopedia Metallum sind die Herren richtig zu sehen. Oder die Bilder von Sacrilegious in Parliament, wie gesagt. Das ist dieselbe Band. Nur hier mit einem deutlich kräftigeren Death Metal-Einschlag. Weil Sacrilegious in Parliament so ist ja auch eher mehr so in die orthodoxe Black-Metal-Richtung. Zwar ein bisschen unbilliger, so ähnlich wie Vartein, aber hier haben sie noch ein bisschen mehr Knüppel reingepackt. Alles klar. Das war jetzt Nummer 6. Nummer 6 schon? Ja. Wow, die Zeit rennt. Ja. Oh, Nummer 7. Genau. Nummer 7. Enipsigos. Norwegen. Also wir bleiben in Skandinavien. Wir bleiben in Skandinavien. Kennst du die Band Nordjevil? Nein. Unbekannt, auch nein. Norwegen. Nein. Ist aber so. Du kennst doch bestimmt die eine oder andere Band, wo du merkst, ach, die haben so einen Sänger, der hat so eine ganz eigene Art, die für ein Genre untypisch ist. Ich sag jetzt mal, ein Businessbeispiel wäre jetzt Mortus von Marduk. Der hat so eine ganz eigene Art zu singen, die zwar sehr gut zu Marduk passt, aber so ein bisschen hervorsticht. Das ist eigentlich ganz klassischer Black-Metal-Gesang. Aber als ich die gehört habe, wusste ich, das ist der Sänger von Nordhebel. Der hat so eine eigene Stimme einfach. Das ist ja schön, wenn der so von der Stimme schon erkannt wird. Dass das sofort, ohne nachzugucken, ich wusste, das kann nur der sein. Also, ganz klassischer, roher, norwegischer Black-Metal. Auch die Aufmachung dementsprechend. Und jetzt sieht man es schlecht, aber so sieht der Herr aus. Habe ich auch schon mal live gesehen, daher kann ich Nordjevil. Als Vorband von Belfegor, das schließt sich wieder der Kreis. Ja. Haben mich sehr, sehr überzeugt. Und dementsprechend wusste ich auch, da kannst du nicht falsch liegen. Genau. Wer so richtig klassischen, norwegischen, kalten, rohen Black Metal mag, der ist mit denen richtig gut bedient. Na dann. Auch dieses, also zweite Album schon. Die Norweger sind auch etwas kühler, ne, vom Sound her. Ja, man kann. Also, mir hat mal einer gesagt, norwegischer Black Metal, das ist kalt. So sehr frostig, sehr kalt. Und. Also, es klingt total komisch eigentlich, aber du kannst eigentlich jedes Land so ein bisschen Attribute zuschreiben, wo man sich denkt, ja, genau in Musik, wie willst du das denn? Aber das stimmt da einfach. Norwegisch ist kühl, ne? Kalt und also, dunkel. Schwedischer ist irgendwie melodisch, aber auch gleichzeitig brutal, was noch komischer klingt. Und finnischer ist gleichzeitig roh und wie soll man sagen? Ja, trotzdem irgendwie ganz eigentypisch verspielt. Also ein ganz technisch hochwertig, aber gleichzeitig technisch simpel. Ja, also das hat alles so eine eigene Art. Aber das ist doch gut, weil das sorgt ja für Abwechslung. Genau. Stell dir mal vor, alle Leute klingen wie in Norwegen. Also, wäre langweilig, ne? Ja, langweilig. Ja. Mittlerweile bin ich auf dem Stand, da kann ich wirklich raushören, wo die herkommen, meistens. So, also, das klappt nicht immer,
Und bei dem nächsten, hörst du es auch aus? Du hörst nicht raus, wo sie herkommen, aber du hörst sofort, wen du anmachst, weil so klingen wenige. Rotze aus der Schweiz. Ja, die hast du mir auch geschickt. Die fand ich auch richtig geil. Richtig gut. Und vor allem, die singen ja in Schweizerdeutsch, ne? Genau, es ist alles in Schweizerdeutsch. Das heißt, selbst wenn der Texte drin? Zeig mal her. Boah, bringt dir nur nicht viel. Weil, naja, Schweizerdeutsch. Und dann schnörkelt. Bei dir geht's noch. Mhm. Das ist jetzt das mittlerweile dritte Album von denen. Kam dieses Jahr raus. Absolut auch meine Tagesempfehlung. Mhm. Also Freunde, Tagesempfehlung nochmal. Berner Black Metal Terror. Das ist einfach großartig, das Album. Rotze. Rotze. Absolut großartig. Eine schöne Mischung aus Schredder Black Metal mit also Rock-Elementen, so Punk-Rock-Elementen, mhm. Blues-Rock-Elementen. Da denken sie, wie kommt das da rein? Danke. Und also ein ganz eigenes Ding. Und durch dieses Schweizerdeutsch. Es klingt sau brutal, ne? Ja. Einfach großartig. Welches Lied hast du mir da geschickt auf YouTube? Wahrscheinlich dieser voller Fettsack. Nee, oder das war es mit einem Kind. Mit einem Kind war das. Ach, Schindelfresser. Genau. Aber das ist vom zweiten Album. Aha. Das, wie gesagt, ist jetzt das dritte. Beim zweiten Album ist es noch besser. Da steht auch der Text drin. Aber ich glaube, gezeigt, ist es. Wir singen umsonst auf Schweizerdeutsch, wenn es kein Schwein versteht. Jetzt haben wir den Text rein. Tippt euch mit Übersetzen. Die haben es so klein geschrieben, dass eine Lupe braucht, um es zu lesen. Also richtig gut. Kann ich vielleicht gleich nochmal holen und zeigen. Aber wie gesagt, das hier absolut. Also, die Tagesempfehlung. Fund des Jahres. Gut, Fund des Jahres. Super. Höre ich fast jeden Tag beim Sport. Absolut großartig. Absolute Knaller, die CD. Und der Sänger von denen, das ist so ein bisschen, sag ich jetzt mal, der. Ja, was der Sänger von Saga ist, für Finnland ist, ist der. Also, wenn es eine finnische. Black Metal Band gibt, ist ja der Sänger von Saga, ist eigentlich fast immer mit dabei. Mhm. Und bei allen Schweizer Bands hast du fast immer irgendwie sind Rotze oder der Sänger von denen mit involviert. Das ist auch so ein ganz eigener kleiner Kreis, weil da gibt es wohl nicht viele Bands. Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Aber also, die waren immer sehr innovativ aus der Schweiz. Ja. Ob die Celtic Frost, Corona, ja. Ne? Mhm. Oder eben jetzt auch die hier. Ja. Also, die wirklich großartig. Ich glaube, zwei hast du noch, oder? Ja, nicht umsonst was. Ja, stimmt, das genau. Shirt. Ja. Komm, wir blenden es mal richtig ein hier. Ja. Muss ich mir gleich holen. Ja. Absolut geil. Ah. Ich finde noch einen Aufnäher. Schwer zu kriegen. Ja. Schwer zu kriegen. Du musst uns mal einladen nach Hannover. Ey, sofort. So, sofort. Bin ich auch der Erste, der die Karte holt. Mhm. So. Nächste. Schottland. Ah, schottischer ist immer sehr tragend, ne? Trifft's auf den Nagel. Ruart. The Rock of the Clyde. Ich glaube, das ist das erste Black Metal Album, wo ich wirklich sagen würde, die Bezeichnung Folk Black Metal trifft's. Haben sie Geige dabei? Nö, aber Flöten. Flöten. Flöten und wirklich einen ganz starken, nicht Folk Metal, aber wirklich so ein folkloristischer Musikeinschlag mit drin. Mhm. Mhm. Richtig, richtig schön. Sehr lange Lieder mit vielen ruhigen Parts dazwischen. Sehr atmosphärisch, mit weiblichem Hintergrundgesang, mit großartig. Und sehr kontrastreich, weil er selber hat eine sehr tiefe, growlige Stimme. Und dann hast du diese Frauengesang streckenweise im Hintergrund. Mhm. Wirklich schön. Richtig schön. Zeigst du mal von innen? Aber hier, ne, sind wir so. Ne? Sehr viel Volk, Einfluss. Mhm. Kann man gerne mal rausholen. Simpel gehalten. Mhm. Mhm. So sieht das dann aus. Ja, sehr interessant. Also richtig schön. Also das wäre ja was für Heiko, ne? Das kommt ja nicht, ja. Da ist ja so Pagan und. Ja, das ist also wirklich sehr atmosphärisch, sehr ruhig. Das ist halt überhaupt so ein. Überhaupt nichts für irgendwie ab dem Moshpit und so weiter. Das ist was für abends Sternenhimmel angucken und Glas Wein in der Hand. Satan. Lobwald und preise den Herrn. Ne? Ja, preise den Herrn, genau. Ja. Gut, wo wir gerade bei Garl aus Norwegen waren, wir gehen zurück nach Norwegen. Das war auch schon bei der letzten. Ja, zeig mal. Und die gibt es auch schon richtig lange. Tulos habe ich dieses Jahr aber erst für mich entdeckt. Der Name sagt mir auch was. Ja, der Name kommt ja wahrscheinlich bekannt vor, weil der Sänger von Tulos ist auch der von Cold. K-H-O-L-D. Mhm. Das ist der mit dem komplett Kopfbett unten, komplett schwarz. Oben. Das stimmt. Weiß. Mhm. Das Album ist aber auch von diesem Jahr. Mhm.
Old Old Death, das ist das Lied, was ich dir letztens geschickt habe, weißt du? Aha, ja. Und du fragst, wer ist das denn? Das klingt ja so außergewöhnlich. Ja, das sind Toulouse. Auch da, müssen die Herren nochmal zu sehen, alle schon ein bisschen älter, aber schönes, innovatives Album. Sieht man auch mal komplett in weiß, ein bisschen anders. Weil die haben sich gesagt, ja, typischen norwegischen Black Metal kann ja jeder. Mhm. Den machen wir was anderes. Wir nehmen Black Metal und packen da ganz viel so Blues-Rock-Einflüsse mit rein. Cool. Also, stimmt, das war ja sehr... genau, ne? Du erinnerst dich. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Klasse. Toulouse. Auf jeden Fall richtig. Nummer 10. Gibt es schon seit Mitte 90. Also haben auch schon ein ganzes... die haben schon eine ganze Diskografie voll. Mhm. Bin noch dabei, die zusammenzusuchen. Aber das hier musste ich mir erstmal holen, weil das ist wirklich ein Knall. Nummer 1. So, Freunde. Toulouse war jetzt das letzte Album, ne? Aber jetzt machen wir nochmal schnell Durchlauf. Genau. Komm, ganz schnell. Ja, schnell. Ruat, Schottland, Folk Black Metal. Rotze aus der Schweiz, ganz starker Black and Roll Einschlag. Großartiges Album, Empfehlung des Tages, wie gesagt. Elmsegott, oder Elmsegoss, Norwegen. Mit dem Sänger von Nordjevil. Front. Death Black Metal, Nebenprojekt von Circulators in Parliament. Die hatten wir auch schon mal im Radio präsentieren lassen. Die fandst du auch richtig gut. Na, siehst du mal, ne? Dann Gods of Doom. Finnland, ganz klassischer finnischer Schredder. Melodischer Schredder. Black Metal, kriegen nur die Finnen hin. Mythos, Finnland, erneut. Ein bisschen melodischer, ein bisschen orthodoxer. Irnoraf. Aus Österreich, Mischung aus schwedischem Black Metal und Eisregen, je nachdem welches Album du hast. Afske, atmosphärischer DSBM aus Dänemark. Impalement, könnten auch Belfegor sein, nur aus der Schweiz. So halten, ne? Genau. Ganz besser. Und zu guter Letzt, Toulouse, Old Old Death, aber so alt sind sie gar nicht. Und so tot schon mal gar nicht. Das ist mal richtig frisch. Also Blues Rock Influencer Black Metal aus Norwegen. Also, jetzt hast du mir ja echt eine Kopfliste gegeben, mir gerade. Ne? Ich sagen wir so. Und der ganze Schrank da hinten steht noch voll. Also, das wird jetzt nicht die letzte Folge gewesen sein. Mal gucken, ob wir das nächste Mal ein Video hinkriegen. Ne? Genau. Danke erstmal. Gerne. Liste steht unten drunter. Wenn ihr Fragen habt Richtung Black Metal, steht Marc euch zur Verfügung. Bin ich gern bereit. Ne? In dem Sinn, passt auf euch auf und schaltet das nächste Mal ein bei Schall und Laut. In dem Sinn, schönen Abend noch. Tschüss.